Willkommen zu meinem Video und ich wünsche euch heute einen wunderschönen Valentinstag. Ja, es gibt keine Geschenke oder sowas, sondern ich zeige euch den Müll, den ich im Januar aufgebraucht habe. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, immerhin haben wir heute ja schon den 14. Aber, gut, war nur ein Facebook-Kommentar. Wie gesagt, ist ein bisschen spät, aber naja, man hatte so ein paar Sachen, wo es sich jetzt leider etwas verschoben hat mit Videos drehen, wo ich jetzt nicht ganz so Lust hatte, fähig war, wie auch immer man das sagen möchte. Und ja, aber jetzt, es wird Zeit, der Müll muss weg. Ich habe selbstverständlich das, was ich jetzt schon im Februar wieder aufgebraucht habe, schon ganz artig aussortiert. Ne? Also nicht, dass mir hier jetzt irgendwas dazwischen gerutscht ist. Und wie immer, es ist von allem was dabei. Ne? Und wir beginnen mit diesem Katzenfutter hier. Und zwar war das von Premiere mit Leber und Herz vom Geflügel. Das war so ein Paté. Da waren 6 solche Schälchen drin aus einer Miau-Box. Leider haben es meine Lieblinge nicht gemocht. Wir sind sowieso nicht so die Paté-Esser. Manchmal ja, manchmal nee. Also Katzen, was will man sagen? Ne, komischerweise, das von der Eigenmarke hier von Netto. Diese Katzenköpfchen, das ist ja auch Paté, was ich da manchmal kaufe. Das fressen sie, wie blöd. Na, aber das hier haben sie leider nicht gemocht. Na, also da war manchmal wirklich so gut wie alles noch da. Na, da hat sich dann der Hund gefreut. Ja, ist leider so. Und ist dann definitiv für mich kein Nachkaufprodukt, dass ich da mal nachschaue. Wenn ich zu fressen habe, fahre, wollen sie leider nicht, meine verwöhnten Katzenbiester. Dann hat der Herr des Hauses sein Deo aufgebraucht. Und zwar sanfte Pflege, darf Men and Care. Clean Comfort, also darf mag er ja sehr. Egal, ob das jetzt Duschgel ist oder es Deo ist, also darf liebt er. Wird auch definitiv wieder nachgekauft und ja. Also das ist eine große Liebe. Dann habe ich aufgebraucht zum Putzen von Denk mit die Allzwecktücher. Steht hier das? Kam hier jetzt nicht vor. Und zwar mit der Duftrichtung Orange Limette. Das war leider limitiert, hat aber ganz, ganz toll gerochen. Ja, also sauber machen die Dinger sowieso gut. Ja, aber die haben auch wirklich ganz, ganz toll gerochen. Also wenn sie diese Duftrichtung nochmal auflegen, wird sie auf jeden Fall gekauft. Dann haben wir im Januar aufgebraucht von Kneipp. Also das Wetter war ja wirklich mehr als bescheiden. Und wir baden sowieso gerne auch mit diesen Erkältungsbädern, auch wenn wir nicht irgendwie verschnupft oder erkältet sind, einfach das Durchatmen, das zieht halt komplett wirklich in die Lunge durch. Und gerade in der kalten Jahreszeit lieben wir das sehr. Und da haben wir nun das Erkältungsbad-Spezial Arzneibad aufgebraucht mit Eukalyptus und Dekamper. Was das auch immer heißen soll, Dekamper. Ich war jetzt am Samstag auch in der Sauna. Meine Freundin hat ja Junggesellenabschied gefeiert. Und da sind wir erst schön essen gegangen und dann haben wir einen Wellness-Tag eingelegt und da gab es unter anderem eine Eukalyptus-Sauna. Ich wollte es am liebsten einpacken und mit heimnehmen. Also die war echt der absolute Brüller. Also da wäre ich am liebsten nicht wieder rausgegangen. Die war richtig toll. Dann habe ich aufgebraucht. Das ist das WC-Gel. Wovon ich im letzten Aufgebraucht-Video gesprochen hatte, wo ich nicht genau mehr wusste, von was für einer Firma das war. Scotia heißt die Firma. WC-Kraftgel, 5-fach Wirkung. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier drauf steht, wo das her ist. Ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ach, von MacGyves. Hier steht's. Also dieses
Scotia WC Kraftgel gibt es bei McGuides. Da war ich ja richtig begeistert von. Gut, McGuides, das bedeutet, ich muss Marcells Oma anspitzen, dass die mir das kauft. Weil die hüpft öfter zu McGuides. Es steht zwar da Duftrichtung Lavendel Minze. Ihr wisst, ich mag Lavendel überhaupt nicht. Aber hier ist doch, es ist nicht so extrem. Durch das Minze scheinbar ist der Geruch nicht so extrem. Und das hat richtig geil das Klo sauber gemacht. Also richtig, richtig geil. Also da kommt Denk mit und so kommt da leider nicht mit. Denk mit, kommt nicht mit. Ja? Und nee, da muss ich auf jeden Fall, schaut euch das mal an, wenn ihr McGuides bei euch habt. Das wird es bestimmt auch noch in anderen Duftrichtungen geben. Na, aber das hat das Klo richtig gut sauber gemacht. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und das habe ich aus einer Haushaltsauflösung mitgenommen. Wir nehmen ja da immer auch die Putzmittel mit. Und deswegen wusste ich erstmal nicht, wie es heißt und wo es her ist. Und dann habe ich auch gebraucht von Rexona Cotton Dry, die 48 Stunden, das Deo-Spray. Ja, das war, glaube ich, in einer Pinkbox drin. War ganz okay. Ja, Rexona macht ja eigentlich auch einen guten Job. Brauche ich, denke ich mal, nicht so viel zu sagen. Dann hatte ich im Januar Haare gefärbt. Jetzt nicht daran orientieren, das ist erst aufgebraucht, Video. Ich kribbel's im Ohr. Verzeihung. Das ist erst aufgebraucht Video Februar. Ne? Aber ich habe auch, aber schon Anfang Januar hatte ich meine Haare gefärbt. Kennt ihr, habe ich euch häufiger schon gezeigt, das 6.60 Intensivrot von Garnier. Ihr wisst, ich liebe diese Garnier-Haarfarben und die machen einen tollen Job. Sind, die ist jetzt aber umgeswitcht, ich kann es ja schon mal sagen, aber ihr seht das jetzt leider gar nicht so schön. Aber bei mir scheint jetzt eigentlich die Sonne so richtig schön drauf. Das ist jetzt intensiv violett. Ich bin mega begeistert. Klar, es ist dunkler als sonst, also die Leute müssen sich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Also wenn ich draußen in der Sonne bin oder auch im Druckhaus, die haben ja diese Neonlampen. Boah, das leuchtet dermaßen von schön dunkelviolett und entgegen auch manchen Aussagen, ich muss jetzt drüber labern, weil es mir so gut gefällt, entgegen den Aussagen von vielen, ja, du musst erst blondieren, dass das was wird. Also einer hat gesagt, ne, Füchsi kann ich ja sagen, ne Füchs. Also in dem Punkt hattest du mal nicht recht, weil du hast ja zu mir gesagt, ich muss erst blondieren, dass das richtig schön hält. Das hat ja, glaube ich, deine Friseurin gesagt oder eine Freundin von dir, die Friseurin ist. Dass die Farbe richtig schön rauskommt. Eine andere Freundin hat gesagt, du musst zwei Packungen von der Haarfarbe verwenden, dass es hält. Also, wie gesagt, in der Hinsicht, ich schwöre auf Garnier. Ich habe es genau nicht anders einwirken lassen wie sonst. Eine halbe Stunde, komplett halt auch nur eine Haarfarbe und es hat perfekt funktioniert. Ganz, ganz toll. Es hat auch mir nichts weiter irgendwie abgefärbt oder sowas. Richtig geil. Also ich schwöre ja wirklich auf die Garnier-Haarfarben. Geiler Scheiß. Ne, aber Rot ist für mich jetzt erstmal passé. Ich muss sagen, im Moment rennen sie irgendwie alle mit Rot rum. Alle, die sonst immer eine andere Haarfarbe hatten, haben jetzt alle Rot. Rot, Rot, Rot. Ich habe mich gestern mit der Arbeitskollegin aus dem Tierheim unterhalten. Früher haben sie die Leute gehänselt hier, die rote Haare hatten, die natürlich rote Haare hatten. Ja, jetzt machen sie alle rot. Und irgendwie das, ich will halt nicht jeder sein. Ja, und ja, vielleicht mache ich auch irgendwann wieder rot, aber im Moment, also ich bin echt angetan von diesem hammergeilen Lila. Es war zwar eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Also der Farbschlag ist jetzt schon das, ne, wie es auf der Verpackung, aber eigentlich hatte ich mich ja ein bisschen von Gatobi in dieses Metallic-Lila verguckt. Da schleiche ich schon seit Monaten rundrum. Aber ich habe das immer nur im Internet gesehen und jetzt war ich halt bei DM und dachte, jetzt oder nie. Und die hatten aber leider nur von Garnier als einzigen Lila-Ton, ohne Mist, den Intensiv-Violett von Garnier. Na, also auch Schwarz, also Gatsby und sowas habe ich gar nicht gesehen bei unserem DM. Und ja, dadurch, dass die Hochzeit meiner Freundin sehr auf Lila und Pink ausgerichtet ist
Und auch mein Brautjungfernkleid ein lila Ton ist. Ich wollte eben auch nicht, dass sich das dann nachher mit meinen roten Haaren beißt. Und ja, ich bin mega zufrieden, bin happy gerade. Und ja, aber trotzdem, ne, egal, jetzt ist es zwar nicht mehr intensiv rot, aber die Farbe war auch wieder mega in meinen Haaren, hat auch schön lange gehalten und Garnier. Gibt nichts anderes für die Cindy, Garnier. Dann habe ich aufgebraucht von Orignoc, weil es ist ja ein Kuh am Ende, Orignoc. Das Thailand Feeling Pflegedusche mit Mandelmilch. Und zwar war das die Geruchsrichtung Orangenblütenbambus. Da habe ich euch im letzten Monat auch schon das Duschbad gezeigt. Ja, jetzt habe ich auch das Duschgel dazu alle bekommen. Jetzt habe ich nur noch das Peeling. Na, und ja, das hält noch ein bisschen. Na. Und ja, wie gesagt, ein traumhaft schöner Duft. Also gefällt mir sehr. Das war ja ein Aufsteller bei DM, hatte ich euch ja erzählt. Und also ich bin sehr froh, dass ich das mitgenommen habe. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn ich es mal irgendwo sehe. Es war auch so, keine Ahnung, wie viel hat denn das gekostet? Es war kein 2-Euro-Produkt, das weiß ich. Ich glaube, irgendwas mit 5 €. Also die Kerze hat auf jeden Fall, hätte im Einzelpreis 5 € gekostet, das weiß ich noch. Ja, keine Ahnung, weiß ich leider nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Oh, du gehörst hier nicht mehr rein. Dich habe ich erst gestern aufgebraucht. Du hast hier nichts zu suchen. So, dann habe ich aufgebraucht von You. Und zwar Have a Berry Special Day. Die Haarspülung habe ich aufgebraucht. Und ich glaube, diese Woche, spätestens nächste Woche, wird sich dann nachher auch das Shampoo verabschieden. Aber davon habe ich ja noch ein Backup. Na, aber die Spülung, die hatte ich jetzt nur das eine Mal. Und ja, ich fand sie richtig schön. Das ist ja direkt für einen Winter gedacht gewesen, diese Haarspülung und auch das Shampoo. Und jetzt möchte ich wirklich zusehen, dass ich das jetzt, ich sag mal, diesen Monat jetzt auf jeden Fall alles noch aufgebraucht kriege. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Hatte ich, glaube ich, von Sarah. Also ein Shampoo hatte ich auf jeden Fall von Sarah. Ich glaube, die Spülung auch. Aber ihr wisst, ich kann mir das immer nicht so richtig merken. Gott sei Dank ist mein Füchslein ja jetzt so nett und malt mir ein. Habe ich jetzt hier irgendwo gerade? Ja, hier. Ne? Alles, was ich von Füchsi habe, malt sie mir jetzt einen Fuchs hinten dran, damit ich noch genau weiß, dass ich das von ihr hatte. Super Sache. Ne? Und ja, wie gesagt, also die Spülung hat mir ganz toll gefallen. Das Shampoo gefällt mir auch und wäre auch ein Nachkaufprodukt für mich. Kommen wir gleich dazu, was ich jetzt hier in der Hand habe von der Frau Füchs. Und zwar war das von Isana, das Moment der Entspannung Badesalz mit fruchtig-süßem Duft nach roten Beeren. Hat auch wirklich sehr, sehr gut danach gerochen, war ganz toll. Plus, wie gesagt, die verflüchtigen sich leider immer so schnell. Ja, wenn du da TT-Sept und Dresdner Essenz und halt Kneipp hast, der Geruch bleibt halt länger. Ja, aber ansonsten war ein ganz, ganz toller Duft. Na, aber sind die bleibt ja immer nicht nur 5 Minuten in der Badewanne. Da geht schon locker mal eine Dreiviertel bis Stunde drauf, weil sie ja dann das ganze Beauty-Programm durchzieht. Aber wie gesagt, das war trotzdem ein sehr, sehr schöner Duft. Dann, ich habe ja versprochen, ich trete mich ein bisschen mehr in Arsch, was das Thema Masken betrifft. Und da war ich halt, nein, das ist ein Badesalz. Das ist was zu essen. Was ist das? Das ist ein Muskel. Ja. Da war ich etwas sehr fleißig, im Gegensatz zu den letzten Monaten, ja, was so Masken betrifft. Da habe ich einmal aufgebraucht das Doppelsachet von Balea, Maske mit Kokos und Pitaya, verwöhnt die Haut mit Kokosöl und Drachenfruchtextrakt. Hat mir sehr gut gefallen, der Duft war sehr schön. Balea-Masken vertrage ich ja im Allgemeinen sehr gut. Und ja, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Meine Haut war dann schön durchfeuchtet, ich hatte keine trockenen Stellen. Sehr schön, wäre ein Nachkaufprodukt. Ist auch, wie es aussieht, keine Limited Edition. Müsste es also noch geben. Aber ich gucke ja im Moment bei den Masken nicht, weil ich so haufenweise habe. Dann habe ich das zweite Sachet aufgebraucht von Love and Peace Maske mit Hanfsamenöl, Mandelöl und
Panthenol für geschmeidige, entspannte Haut für alle Hauttypen. Das war allerdings eine LE, das war eine Limited Edition. Die wird es jetzt nun nicht mehr geben. Hat mir auch ganz gut gefallen. Die war etwas dicker im Auftrag als jetzt die von Balea. Dann Doppelsachet aufgebraucht von Weiße Mango und Maracuja, auch von Balea. Hat mir auch sehr gut gefallen, hat auch ganz, ganz toll gerochen. Und ja, diese Masken mache ich ja prinzipiell in der Badewanne. Na, also finde ich ganz, ganz toll. Finde ich richtig, richtig schön. Die hatte ich schon am Anfang des Monats aufgebraucht. Und zwar von Montagne Jeunesse. Die Peel-Off- und Tonerde-Kokosnussmaske. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Und die hat auch nicht so dolle geziebt beim Abziehen. Hat aber durchaus Erfolg gehabt, ne? Also ich hatte wirklich ein sehr schönes Hautbild danach und danach haue ich mir ja auch immer noch so eine pflegende Maske dann drauf, um die Haut dann nachher wieder zu beruhigen. Die hat mir auch richtig gut gefallen, aber die Montagne Jeunesse Masken, die sind ja sowieso super, also kann man nichts gegen sagen. Hat mir auch ganz gut gefallen, hat mich aber, um ehrlich zu sein, jetzt nicht vom Hocker gerissen. Die Sweet Candy Maske Gummibears and Jelly Beans hat mich auch geruchsmäßig nicht so gut. Ja, die Pflegewirkung war okay, aber geruchsmäßig hat sie mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Die gibt es ja bei, ist bestimmt eine von Action. Sehe ich jetzt hier bloß nicht. Aber ich glaube, die sind ja immer von Action. Sie war, wie gesagt, ganz okay, aber hat mich jetzt geruchsmäßig nicht vom Hocker gerissen. Und ja, wo ich aber sagen muss, hier, es gibt auch mal eine Enttäuschung bei einer Maske. Und zwar die von Isana, die Tuchmaske Pure Hydration. Intensive Feuchtigkeit, Aloe Vera und Hyaluron. War eine LE und ich muss sagen, ich persönlich würde sie mir nicht nachkaufen. Mir hat sie nicht gefallen. Geruchsmäßig schon nicht. Und dafür, dass es eine Pure Hydration, intensive Feuchtigkeit sein soll, habe ich davon auf meiner Haut leider nichts gemerkt. Meine Haut hat sich danach auch nicht besonders schön angefühlt, muss ich sagen. Und ich hatte auch immer noch ein sehr trockenes Hautgefühl. Ich habe mir danach noch eine Maske draufgehauen. Deswegen waren es auch für meine Begriffe ziemlich viele Masken. Ich habe diese hier nicht gemocht. Also das ist für mich kein Nachkaufprodukt. Vielleicht habt ihr draußen andere Erfahrungen gemacht. Ich leider nicht. Ich habe sie nicht gemocht. Sie hat mir gar nichts gebracht. Geruchsmäßig hat sie mir auch nicht gefallen. So, dann, wir waren auch nochmal baden und zwar, wir gehen eigentlich die Woche mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal baden, aber das war TDZ, eine Portion Glück, Pfirsich Vanille, fand ich toll. Fand ich richtig toll. Hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, ja, TDZ ist ja eine der besten Marken mit und ja, ich muss sagen, bei den Badezusätzen ist, ich bin ja nicht so der Markenmensch, ja, weiß eigentlich auch jeder, aber in dem Fall muss ich sagen, also wirklich, an Kneipp, TD Sept und das dritte habe ich vorhin gesagt, jetzt ist es weg. Ihr wisst schon, was ich meine, na, da kommt immer keiner ran, ja, das ist einfach das Beste. Jo, dann, ach mein Liebster hat noch was aufgebraucht und zwar von John Player ist das ein Bath and Shower Gel. Das können beide benutzen, ja, es ist ein Unisex-Duft. Ich habe es, wenn er mir vergessen hat, mein Zeug mit hinzustellen und ich auch noch vergessen habe, mein Zeug mit hinzustellen, habe ich das auch mit benutzt. Es war auch wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Ich weiß jetzt nicht so, wo es herhat. Das hat er auch übelst lange gehabt. Also es ist ja auch eine große Verpackung hier von 500 Millilitern. Und dadurch, dass er da in der Hinsicht wirklich gerne auch hin und her wechselt, also er benutzt nicht eins nur komplett durch, bis es leer ist, sondern er hat, ich glaube, 4, 5 offene hat er auf jeden Fall stehen. Das ist auch gerne mal als Badezusatz mit ins Badewasser gewandert. Ja, war richtig toll. Aber ich muss sagen, ich persönlich finde doch, es ist. Ein Herrenduft, so habe ich es eigentlich wirklich gerne, wenn er so riecht. Es ist nicht zu männlich, es ist aber auch nicht zu weiblich und es hat so einen
frische Kick, würde ich mal sagen. Also, wen es interessiert, schaut euch das bitte mal an. Ne? Mädels, auch mal für eure Männer, das ist wirklich gar nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, steht irgendwo, wo es das gibt. Nee, nur wo es hergestellt wurde. Nee, leider steht es nicht wo, da, wo es gibt. Ich glaube, bei Kaufland habe ich das mal gesehen. Ich will jetzt aber nicht lügen. So, dann noch ein Deo aufgebraucht. Wintertime Magic von Fahr. Und ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Hat sehr, sehr, sehr doll nach Vanille gerochen. Aber im Winter ist das ja, denke ich mal, völlig in Ordnung. Und hat mir sehr gut gefallen. Wäre auch durchaus ein Nachkaufprodukt. Ja, aber ich glaube, das ist bestimmt eine vanillischer Winterduft. Ich denke mal wirklich, das ist eine LE, die es jetzt nur im Winter gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die noch gibt, weil ich jetzt noch Deos hatte. Da habe ich jetzt in die Abteilung gar nicht so geguckt. Aber ich denke, ich werde am Mittwoch mal schauen. Weil wie gesagt, Marcel braucht ein neues Deo. Da werde ich ihm gleich kaufen. Dann kann ich mal gucken, ob es das noch gibt. So, eines der letzten Produkte, was ich von meinem Kennenlernpaket von Karls Erdbeerhof noch hatte. Jetzt habe ich nur noch die Erdbeermarmelade und den Schokoaufstrich. Ja, ansonsten habe ich sämtliche Produkte aus diesem Paket nun durchgetestet, durchprobiert und geleert. Und das war hier der Erdbeersahne-Kaffee. Geile Scheiße. Ja, also es schmeckt wirklich nach Erdbeersahne mit Kaffee. Und ich habe auch erst gedacht, aber den wollte ich auch eigentlich mit zu meiner Mutti und zu meiner Oma nehmen. Aber dann hatte ich keinen Kaffee mehr. Also meinen löslichen, trinke ja immer nur löslichen, mein Marcel trinkt ja immer sonst keinen. Und wir haben ja diesen Campingkocher und haben dann so ein Campingkocher Kaffee-Set, ja, wo man unten den Kaffee so reinmacht. Und das reicht genau für 2 Tassen. Und da hat er mir in meiner Not davon den Kaffee gekocht. Es war lecker. Es war einfach nur lecker. Und den kann ich definitiv auch empfehlen. Also ich will zwar nicht wissen, was der jetzt kostet, weil das sind nur 250 Gramm und der wird nicht billig sein, aber der war wirklich sehr, sehr lecker. Also ich habe ja sowieso von diesen Karls Erdbeerhof Sachen geschwärmt, was ich jetzt hier alles durchprobiert habe. Außer von den einen Gummibärchen, das weiß ich noch. Die waren zwar okay, aber haben mich nicht vom Hocker gefallen, aber Marcel fand sie toll. Ne? Und ja, also schaut den euch mal an, guckt auf die Seite, geiler Mist, richtig geiler Mist. Dann, ach, Dresdner Essenz war es, wo ich jetzt vorher nicht drauf gekommen bin, genau, Kneipp, Dresdner Essenz und TT Sepp. Und da haben wir nämlich noch eins von Dresdner Essenz, wir waren baden mit Zuversicht Badesalz mit belebenden Orangenblütenduft. Ihr seht, es hat sich so einiges bei mir um Orangenblüte gedreht im Monat Januar. Und ja, war auch sehr schön. Oh, es riecht immer noch gut. Aber trotzdem, das beste Badesalz ist immer noch Mandarine-Buttermilch gewesen. Auch wenn das dann mal von einer Billigmarke war. Aber das war immer noch Mandarine-Buttermilch von Isana. Leg das wieder auf! Das war das Geilste überhaupt. Aber... ach, das war auch okay. Ja. Ich wünsche mir, dass sie Mandarine-Buttermilch wieder auflegen. Ja, unbedingt. Da werde ich wieder kartonweise das Gelumpe kaufen. Peachy. Ich glaube, da ist ein bisschen Tumult im Treppenhaus. Madamchen knurrt nämlich gerade. Ja, also, wie gesagt, ne? Trotzdem, Dresdner Essenz. Hm. Ja, genau, bist ein gutes Kind. Komm her, mein Schatz. Und dann hat Cindy was auch verschnabuliert. Von Ruf habe ich, mich hat euch die Porridges durchgetestet. Habe ich euch ja auch schon ein bisschen was im Dezember gezeigt. Und jetzt im Januar habe ich noch Apfelzimt verschnabuliert. Hat mir auch sehr gut geschmeckt. Ja, ich auch glaube, da habe ich... habe ich da eine Löffel Zucker dran gemacht? Nee, ich glaube nicht. Na, also die Porridges von Ruf, die schmecken auch wirklich sehr, sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen. Außer das Schokobanane.
Ich glaube, das war das, ja, das Schokobanan, was mir ja nicht geschmeckt hat. Das hatte ich euch aber auch nicht gezeigt, da hatte ich die Verpackung weggeschmissen. Na, aber ansonsten schaut euch die Rufporridges mal an, wer gerne Porridge isst. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, und das ist es gewesen. Die Tüte ist leer. Da kann ich jetzt das Zeug reinpacken, was jetzt schon im Februar leer geworden ist. Unter anderem eins aus dem Adventskalender von Valia. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr macht heute noch was Schönes mit eurem lieben Partner. Heute am Valentinstag. Ich nicht. Meiner ist nicht da. Meiner ist auf dem Bauernhof. Stelle ausmisten, Schweine abmeucheln und heute wollte er ausreiten gehen. Genau, ja. Aber er hat mir wenigstens einen schönen Valentinstag gewünscht. Oder alles Gute zum Valentinstag. So ist das, wenn man Strohwitwe ist. Hauptsache, ihr habt einen schönen Valentinstag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!